So, dann herzlich willkommen zum Live-Trading TV von JFD Brokers. So, dann wo sollen wir anfangen? Also zunächst erst einmal, wer die Videos vom Wochenende gesehen hat, der war heute definitiv nicht überrascht von den Bewegungen. Der komplette Samstagabend ging eben bei mir drauf, um die Kursbewegungen oder mögliche Wendepunkte eben in den Indizes festzustellen. Und manche haben, die das Video vielleicht gesehen haben, vielleicht mich für verrückt erklärt, weil ich absolut keine Pfeile oder keine Verkaufssignale in dem Sinne noch gezeichnet habe. Aber erst einmal schauen wir kurz zurück oder auf die zurückliegenden Wochen, wo eben ab dem Zeitpunkt hier der Nasdaq Short war, indem er hier diese 4.660 durchbrochen hat, hat er jetzt eben am Freitag sogar direkt das Gap eben geschlossen. Im Dow Jones Index war die Marke, bevor sie überhaupt angelaufen ist, als Special Marke definiert worden und sollte dreiwellig abwärts gehen. Das einzige hier Manko. Es war immer erwähnt, die 17.300 Punkte Marke sollte auf Tagesbasis eben nicht fallen. Sie fiel am Freitag dann doch. Aber diese Abwärtsbewegungen waren definitiv auch im Fahrplan eingezeichnet und so eben gedacht. Dann kommen wir noch kurz eben auch noch auf den S&P 500 Index. Da lief nicht ein wirklichen Setup, sondern nur die letzten Kursbewegungen wurden da eben eingezeichnet und in den Analysen erwähnt. Und eben bevor jetzt diese schwarze Kerze kam, wurde immer erwähnt, dass nach gewissen Abwärtsbewegungen, die am Stück vollzogen wurden, eben dann immer eine schwarze Kerze folgte, eine größere. Und auf die wurde eben gewartet. Und eben nachdem hier die 13% etwa erreicht worden sind, man sieht es ja hier im Chart, meistens 14, hier eben auch 14%, kam immer wieder eine deutliche schwarze Kerze. Also auch hier nichts Überraschendes im Prinzip. Ja. Nur dass eben hier der EMA 38 im Wochenchart eben auch unterschritten worden ist. So, und dann kommen wir eben zu den neuen Setups, die ich am Wochenende eben auch in den Videos schon veröffentlicht habe. Da ist eben jetzt der S&P 500 Index, Nasdaq und der Dow Jones Index. Hier sind wir eben im normalen Index unterwegs, also keine Future-Kurse. Hier ist eben eine wichtige Marke, die theoretisch intraday kurz unterschritten werden dürfte, eben bei 2017 Punkten definiert bis 2020. Wenn man jetzt eben hier kurz rüberschaltet, schon auf die vorbörslichen Indikationen, aber da ist eben sind die Widerstände bzw. Unterstützungen natürlich ein Stück anders. Die habe ich jetzt hier nicht aktualisiert. Lief der Index ein Stück weit tiefer heute Nacht, aber wir stehen schon hier sogar im Plus im S&P 500 Index. Also hat er schon die größte Bewegungen, die eben am Wochenende sozusagen definiert worden sind, schon hinter sich gebracht. Also jetzt hier auf den Zug nochmal aufzusteigen, wäre eigentlich auch eigentlich zu fahrlässig, ja. Weil alles natürlich sicher ist natürlich nicht, dass wir hier an den Bereich natürlich ankommen werden. Aber diese Bewegungen, dass man eben aus Trotz wegen den Terroranschlägen eben kauft, war eben, wie es aus dem Chart zu nehmen ist, von mir eigentlich präferiert worden. Hier im Dow Jones Index schalten wir auch kurz zu der Indikation bzw. zu den Future-Ständen. Und da lief es eben an den, ich habe den eben als im 4-Stunden-Chart definiert, heran, gab es eben kurz eine Unterschreitung, eben fast so wie der alternativ präferierte lief. Und wir stehen jetzt auch im Plus bzw. über einer wichtigen Daily- und Monthly-Marke. Im Nasdaq 100 Index
sind wir, da lief er eben sogar exakt an die Unterstützung hin, die hier eingezeichnet worden ist, und konnte auch sogar komplett diesen einen Pfeil abarbeiten. Im Video waren eben, der so erwähnt, etwa 20%, 50% und dieser 30%. Also die Videos sind weiter immer sowieso auch verfügbar, eben auf einem YouTube-Kanal von JFD Brokers oder auch hier auf dem Desktop. Kommen wir noch kurz zum DAX. Der konnte sich jetzt eben auch von den Tiefständen natürlich deutlich erholen, aber scheiterte eben an den 10.740er Marke, wo eben hier auch noch ein Abwärtstrend eingezeichnet werden konnte. Also hier ist definitiv erst über eben 10.750 oder sowas deutlich dann Platz nach oben. Darunter, ja, müsste man eben sogar nochmal mit 10.580, 90 rechnen. Aber aktuell bietet sich hier jetzt auch nicht wirklich ein Kauf oder ein Verkauf an. Ja. Also das sind die Marken hier oben wichtiger. Kommen wir auch noch kurz zu den Trading-Kandidaten, die ich eben immer auf die Godmode-Seite eben veröffentlicht. Hier wurde eben, das ist noch ein letztes Setup von letzter Woche, E.ON konnte hier leider noch eine schwarze Kerze produzieren. Heute sind wir jetzt bisher deutlich weiß. Aber hier müsste man auch extrem aufpassen. Also das Tagestief sollte jetzt hier nicht mehr unterschritten werden. Bei dem neuen Setup habe ich natürlich erwähnt, dass die Situation eben extrem ist und natürlich sehr spekulativ, aber eben auch am Wochenende sehr viel Zeit damit verbracht, eben wichtige Wendepunkte bzw. Kaufpunkte herauszuformen. Das ist jetzt hier eben auch alles Xetra-Kurse. Vorbörslich wurde dieser Bereich komplett erreicht. Auch bei der Bayer AG, hier hat er auch exakt den EMA 38 touchiert und ist im vorbörslich eben auch sogar bei 118 Euro gestanden, sogar ein Stück tiefer. Deutsche Telekom hat im normalen Handel überhaupt keinen Kurs erreicht, jedoch wer im L&S und sonst wo unterwegs ist, oder JFD Brokers glaube ich auch, die stellen auch schon vor 8 Uhr Kurse, war der Tiefskurs eben bei 16 Euro 10 oder sowas, oder 20, aber es wurde hier eher angegeben, eben auf 20. 20 wurde sicherlich erreicht. Wer auch hier zugegriffen hat, liegt hier im Plus und kann eben alle, sag ich mal, Positionen schon im Gewinn bzw. auch bei Plus minus Null absichern. Continental hat vorbörslich bei 206 stand die, konnte im Handel nicht ganz die 109 oder was im Text, ja 109 war im Text angegeben, nicht erreichen, aber es war auch immer wieder der Eröffnungskurs genannt, weil ich am Sonntagnacht nicht genau wusste, wo natürlich die Kurse eröffnen werden. Also hier ist wirklich auch alles, gab es auch nicht mal großen Alternativszenario, und hier muss man eben jetzt eben darauf achten, im Prinzip die Position natürlich schon absichern, was im Laufe der Woche noch alles passieren kann. Das steht natürlich jetzt in den Sternen, aber diese Pullbacks waren definitiv so von den Charts für mich persönlich eben ablesbar. Ja. So, danke für die Aufmerksamkeit, und ich werde mich am Nachmittag nochmal kurz melden. Danke.